Aber hier, ich glaube, diesen Tier, das Kind ist hier rein und dann hat sich da durchgezwängt. Das kann sein, ja. Ich mache das nachher noch für den Abend, mache ich das mal anders zu. Also das ist gut, gut, also sie können auch hier unten durch. Guck mal, wir baden. So sieht es hier gerade aus. Das Futter, da haben sie das Obst vor allem weggegessen. Den Brei fanden sie wohl jetzt, okay, dann haben sie auch gegessen. Aber das Obst ist vor allem weg, siehst du das? Ja. Die Küken haben das weggemacht. Neben einem Planschibad. Planschibad. Genau. Mama Ente ist auch zufrieden. Sie war nämlich heute ja zum ersten Mal im großen Planschbecken, in dem Grünen da hinten. Da ist sie echt die Treppe hoch und dann da rein. Ich bin sehr glücklich, dass sie das gemacht hat. Und sie war, glaube ich, auch sehr, sehr happy. Ja, besser geht's nicht, ne? Küken gehen immer wieder hin zum Futtern. Perfekt. Denen geht's gut. Oh, ich bin glücklich. Aber ich mache denen gleich auch neues Futter. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, reingesetzt. Ja. In diese Höhle, die wir ihnen gebaut haben, sind sie nicht reingegangen. Aber so süß und klein und ganz groß. So gerne baden sie. Na komm, Anastasia. Mami ist glücklich. Ich auch. Wohin gehst du denn, Mami? Meine Küken haben Hunger. Deine Küken haben Hunger. Und dann kenne ich nix. Okay, dann. Hast du den Gummistiefel an? Sehr gut. Schnell. Ja. Kümmern heißt ja, sich kümmern. Ne? Schnell. Hopp, 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 hopp. Oh, das haben sie alles aufgegessen. Ja. Hast du, wie viel können denn so kleine Enten essen? Die Entenmama hockt lieber draußen, aber sie hat das schon benutzt hier. Man sieht auch, das war, ist auch schon in Benutzung hier. Okay, ja, ja, ja. Was, du hast es, das hast du benutzt? Das ist ja voll eklig, warum machst du sowas? Justus, das ist perfekt für die das kleinen Küken. So, wie machst du jetzt fest? Kannst du mal halten? Kann ich irgendwas? Das ist ein extra Zaun. Hey, warum laufen alle weg? Ich muss mich hier allein um die Viecher. Aber der Ente geht's gut. Sie wird nass, aber sie mag offensichtlich reden. Oh nein! Gleich verpasse ich's. Zum ersten Mal sind alle Küken rein in den großen Pool über die Rampe. Sie haben es geschafft und jetzt hüpfen sie einfach alle wieder raus. Anstatt die Rampe zu benutzen. Und die Mama Ente steht da die ganze Zeit daneben und guckt. Sie versteht das nicht. Sind jetzt alle draußen? Ja, guck mal. Ich habe nämlich das Essen von denen jetzt unter die Rampe gestellt, weil es eben so doll geregnet hat. Jetzt gehen sie da drunter die ganze Zeit immer futtern. Ja. Was für ein Erfolg. Toll, dass man so doll ranzoomen kann. Ich gehe gleich mal gucken, ob sie gut gegessen haben. Aber sie sind gar nicht mehr so die ganze Zeit ganz nah bei der Mama, ne? Ja, sie gehen auch mal immer weiter weg. Ja. Heute ist übrigens Tag 2 und an Tag 2 haben sie einfach alles gemacht, was sie an Tag 1 überhaupt nicht gemacht haben, wo wir uns schon Sorgen gemacht haben, ja, ob sie das überhaupt verstehen. Sie sind in diese Höhle gegangen, die wir gebaut haben, als es geregnet hat. Dann sind sie in den Pool gegangen, sogar die Küken, die Mama in den zuerst. Großen, ja. Ja. Weil da sind die auch gar nicht und erst seitdem die Mama einmal rein ist, sind die Küken auch und... Sie haben richtig viel gefressen heute. Ja. Ja, stimmt. Ich muss den jetzt wirklich mehrmals am Tag machen. Wir essen jetzt immer noch was. Jetzt fängt es wieder so doll an zu riechen. Ja. Ziehst du die Schuhe an? Wir gehen einmal gucken. Ja. Weil Clara hat eben noch neuen Salat da im Pool verteilt, im Wasser. Und jetzt gucken wir mal, ob da noch was übrig ist oder ob die kleinen Küken da alles weggeschnummert haben. Ah. Oh! Will da noch jemand mitkommen? Guck mal, das heißt, er möchte auch mitkommen. Ah, oh, ihr habt es so verheddert. So, andere Seite auch verheddert? Nee. Nee. Mochi muss hier bleiben. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja, Anastasia hat eine... Ja, sie läuft immer barfuß. Oh, ich bin so gespannt.
Aber schade, dass das Wetter aktuell so ist. Aber den Enten macht das nichts. Also die planschen trotzdem draußen. Ui, es regnet. Komm, mein Schatz. Oh, Elisa. Da kommt noch jemand mit. Okay, kommt. Wo sind die Küken? Unter dem. Ach so, stimmt, die futtern ja gerade. Mein Gott, ich habe mir gerade Sorgen gemacht. Sind sie am Essen? Oh mein Gott, der Regen ist voll krass gerade. Da unten. Ja, da ganz unten. Da essen sie. Da ist das Futter. Hast du das Futter noch ganz unten da gestellt? Ja, weil es dann sonst zu matschig wird für die Küken. Und ist da ein Salat noch drin? Ja, ein bisschen schon. Aber ich dachte, die haben sie auch gegessen. Aber die Mama sitzt da einfach so im Regen. Hauptsache, die Küken haben es trocken. Meine Mädels hier. Also ich gehe wieder rein, mir ist das zu nass. Oh Gott. Aber die futtern echt gut. Das ist ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr darüber. Super. So, jetzt schön rein. Alter, wir sind ja so nass. Eieieiei. Der kommt jetzt auch richtig viel runter. Oh, Mami hat nasse Füße. Komm rein, Schatz, komm rein. Wir waren wieder bei den Küken, Papi. Abenteuer. Ja. Was denn? Ist sie schon gewachsen? Ist sie jetzt schon riesig geworden? Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 3. Ich schleiche mich an, damit sie nicht erschrickt. Wir haben alles aufgefuttert. Ich muss neues Essen machen jetzt. Von gestern Abend. Ja, alles leer. Krass. Aber sie gehen jetzt auch in diese große Badewanne, ne? Ja, die waren gerade drin. Alle. Kleinen, ne? Voran. Ohne Mama. Ja, sie wollen die Unabhängigkeit. Da ist doch ein Studio. Die Mama freut sich. Wenn ich dacke, letztendlich unter der Mama verstecken. Jetzt noch mal ein richtiges, ordentliches Hallo! Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel passiert und so viel los. Es ist so aufregend gerade bei uns. Ja, heute ist schon Tag 4 mit den Küken. Ich habe dich ja über die letzten Tage auch ein bisschen mitgenommen. Ich habe dir hoffentlich auch ein paar Sachen eingeblendet. Das hatte ich zumindest so geplant, weil ich auch ein paar Aufnahmen gemacht habe. Aber als kurze Zusammenfassung, Tag 1 hast du ja komplett mitbekommen. Sie sind angekommen und es war noch alles sehr verhalten. Sie haben nichts gegessen. Sie haben auch nicht den großen Pool benutzt. Sie waren nicht in dem Häuschen drin. Also sie haben quasi nichts wirklich Tolles gemacht. Und ich hatte mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Oh nein, fühlen sie sich nicht wohl? Oder am meisten habe ich mir eigentlich Sorgen darum gemacht, dass sie das nicht gegessen haben, was ich gemacht habe. Und dann an Tag 2 war einfach alles unfassbar wundervoll. Sie haben an Tag 2 alles entdeckt und quasi auch alles gemacht, was wir ihnen da angeboten haben. Also sie haben mein Essen gefuttert wie die Wilden. Und ich musste sogar schon direkt nachmachen. Die Mama-Ente war zum ersten Mal im großen Pool. Das habe ich auch so sehr gefreut, weil die kleinen Küken waren natürlich schon in den kleinen Pool, sage ich das jetzt mal. Aber die Mama-Ente war immer, hat das vielleicht auch nicht verstanden, dass die Rampe hoch muss und so. Aber dann ist sie endlich auch in den großen Pool und hat sich pudelwohl gefühlt. Und sie waren dann auch in diesem kleinen Häuschen drin. Also alles richtig toll. Alles geklappt. Was machst du denn jetzt? Du bist total begeistert. Ja. Und den Enten geht es so gut. Der Mutter geht es noch nicht ganz so gut. Ja, ja, also gut, sie humpelt noch. Aber ich finde schon, dass sie weniger humpelt. Oder findest du nicht? Ja. Zumindest können wir jetzt sicher gehen. Also ich war mir nicht ganz sicher. Ne? Ist ja Tiere in Freiheit. Vielleicht ist es dann doch nur verstaucht gewesen und dann wäre es am nächsten Tag wieder gut gewesen. Vielleicht hätte sich das alles so geregelt, aber so wie sie das ausschaut,
die wäre ja gestorben, die Ente, oder überfahren worden. Und die Entenküken hätten das ja nicht überlebt. Das war ja, also zum Glück hat Justus sie mitgenommen. Aber Clara, für Clara war das so schlimm, weil das war ja eigentlich eine viel befahrene Straße und auch viele Menschen, die da halt hin und her und auch mit Fahrrad unterwegs. Und für sie war das so schlimm, dass wirklich eigentlich ja niemand sich ja, später, geschert hat. Als wir dazu kamen und dann angefangen haben, die Ente einzusammeln, da kamen Leute dazu. Also eine Mutter mit ihrem Sohn, die hat da richtig toll mitgemacht. Aber das sind halt, vorher sind halt viele Leute dran vorbeigefahren. Die Ente dann oder im Auto geguckt und versucht dann nochmal auf die Straße zu kommen. Oder über die Straße. Ja, ich glaube, viele machen auch gerne dann einfach die Augen zu und denken auch, ja, das ist so Natur, ne? Das muss man auch so lassen und das sind ja halt Tiere und so. So ticke ich eigentlich auch. Aber in diesem Fall, wenn es jetzt quasi nur eine verletzte Ente gewesen wäre, muss ich sagen, okay, das ist der Lauf der Natur. Aber dann sind da noch 10 kleine Babyenten hinten dran und sagen, okay, die werden dann auch sterben. Und die Folgen der Mama ja echt. Überall hin, also auch bis hin in den Tod. Egal, egal, wo die Mama hingeht, ob sie jetzt vor ein fahrendes Auto oder sonst was geht, die Küken, die folgen ihr. Und das ist halt so krass. Also ich musste auch echt heulen, weil für die Mama-Ente einfach, weißt du, sie hat 10 Küken, so 10 kleine Babys hat sie einfach im Schlepptau. Und sie selbst ist verletzt und ja, und muss sich irgendwie kümmern und das ist einfach so herzerreißend für mich gewesen, wenn ich mir das vorstelle. Weißt du, ich bin unterwegs, habe meine Kinder dabei und bin verletzt und ja, sie ist nun mal auch gefährdet, ne? Also Straßenverkehr durch Menschen alles und durch andere Tiere natürlich eben auch und sie muss ihre Kinder irgendwie beschützen. Oh Gott, das war so schrecklich für mich. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Wenn ich darüber nachdenke, ja, schon wieder, oh Gott, ich könnte schon wieder heulen. Ne? Ey, ist auch süß. Ja, ich weiß nicht, das nimmt mich so mit einfach. Die ist ja jetzt in dem Auslauf. Sie kümmert sich so gut, ja. Und obwohl sie Schmerzen hat und dann so rumpelt, guckt sie immer noch auf ihre Babys und wenn es fressen kommt, lässt sie erst ihre Kindchen fressen. Und nein, sie probiert erst. Also sie probiert, ja, also ich habe das Gefühl, die Kinder gehen auch nicht ran, sondern erst isst sie und dann sehen die Kinder, okay, das kann man essen und dann gehen die Kinder erst. Also sie ist so besorgt, sie ist so eine tolle Mama. Oh, und sie wärmt die Kinder auch, weißt du, also es ist so süß. Die Kinder, weißt du, das ist mittlerweile für die wie so ein Spielparadies. Also die laufen ja mittlerweile auch einfach so die Rampe hoch, für die ist das schon selbstverständlich, die laufen die Rampe hoch, stürzen sich in den Pool, planschen, machen das ganze Wasser so hoch und raus und dann gehen sie gehen futtern und dann gehen sie trinken, also sie machen das immer abwechselnd, futtern und trinken, dann gehen sie wieder in den Pool und danach machen sie sich schön sauber, das machen sie ganz alleine, total selbstständig diese Küken, machen sie komplett sauber, Gefiederpflege und dann gehen sie alle zur Mama und wollen unter ihre Flügel und gekuschelt werden und gewärmt werden. Und das macht die Mama auch, dass sie überhaupt die ganzen Küken da unter sich drunter kriegt. Und das ist einfach so herzzerreißend, das immer zu sehen. Und es ist so schön einfach, auch für die Kinder, das, also für mich auch total, ne? Also sowas einfach zu sehen, sowas mitzukriegen, ist ja nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr, 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 sehr dankbar. Du weißt, wir hatten ja schon mal ein Mäuschen, das uns zugelaufen ist. Wir hatten auch schon noch vorher in Studienzeiten auch noch Tiere, die uns einfach zugelaufen sind. Auf jeden Fall war ich immer mit denen beim Tierarzt und die Tierärztin meinte halt immer, bei Wildtieren ist das so, man denkt erst, es geht ihnen richtig gut, man freut sich und man denkt, okay, sie haben es geschafft. Und dann an Tag 3, das war bei unserem Mäuschen ja auch so, an Tag 3 ist es plötzlich vorbei, versterben die Tiere. Und das ist ganz, ganz oft bei Wildtieren so. Und deswegen hatte ich dieses Mal so große Sorge. Also ich habe richtig Angst gehabt vor Tag 3. Und ich hatte dich auch mitgenommen an Tag 3. Und da habe ich dir noch die Küken gezeigt. Und dann war das wirklich so, dass an Tag 3 eins der Küken leider verstorben ist. Wie, warum, wissen wir nicht. Auf natürlichem Weg ist es einfach gestorben. Wir haben auch mit der Tierärztin nochmal drüber gesprochen und Rücksprache gehalten und sie meinte auch, das ist so. Also bei Enten auch in der Natur kriegen sie 10 Küken, 10, 12 Küken und es überleben vielleicht so 2.
Und deswegen ist das eigentlich schon ganz gut. Aber trotzdem war das natürlich total traurig. Also, ich weiß nicht, uns hat das total mitgenommen. Die Kinder auch. Aber den anderen geht es super. Wir haben jetzt Tag 4 und ich hatte heute natürlich auch wieder so Bammel, als ich da heute Morgen hingegangen bin und gezählt habe. Aber es sind alle da, es planschen alle schon wieder im Pool und es geht ihnen gut und sie haben Hunger. Und ich werde jetzt Essen für sie machen. Es haben mich ganz viele gefragt, was mache ich ihnen eigentlich zu essen? Das zeige ich dir jetzt gerne einmal. Da habe ich mich natürlich wieder, so wie ich bin, 120-prozentig informiert. Ich bin jetzt Profi. Ja, ich hätte sie einfach mit Brot gefüttert, aber... Nein, nicht mit Brot. Das ist gefährlich. Ja, das darf man wirklich gar nicht. Also darf man auch nicht, ne, wenn man Enten allgemein füttert, am Teich oder so, darf man nicht mit Brot füttern, weil sich das komplett so aufdunstet im Magen. Deshalb immer nur mit Cornflakes. Die sind gut. Aber es sind so ganz einfache Sachen, die hat auch jeder zu Hause. Mit denen kann man einfach auch die Enten füttern. Also wenn du Enten füttern möchtest, mach das. Aber mit den richtigen Sachen. Und die hast du auf jeden Fall zu Hause. Das zeige ich dir jetzt. Ich mache natürlich jetzt vor allen Dingen für die Küken so einen Brei. Also es ist kein richtiger Brei mehr. So ein bisschen krümelig ist es halt noch. Und das ist für sie perfekt. Das ist nahrhaft. Da ist alles drin und das schmeckt ihnen auch unglaublich gut. Ich mache das jedes Mal so ein bisschen anders, ne? Je nachdem, was ich beim letzten Mal drin hatte, was nicht. Ich habe jetzt frische Eier gekocht. Ja, sie essen Eier. Eigentlich ein bisschen... Aber ja, sie essen hart gekochte Hühnereier. Jetzt brauchen halt auch die Nährstoffe draus. Da ist ja ganz viel Protein und alles drin. Kartoffeln. Ganz viel Grünzeug, also Salate. Aus meinem Garten haben sie quasi schon fast alle Salate aufgegessen. Karotte mache ich auch immer mit rein. Also, sie sind ja noch ziemlich klein. Und essen jetzt schon so unglaublich viel. Erstmal mache ich die Karotten rein. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass ich so einen Mixer habe, denn das wird jetzt einmal geschreddert. So sieht das aus. So ungefähr. Man kann es natürlich auch mit dem Messer hacken. So, achso, dann mache ich noch Haferflocken rein. Und zwar ohne Zusätze, ne, ohne Zucker oder sowas. Sondern einfach pure Haferflocken. Am besten nennt man auch solche, diese weichen Haferflocken. Ja, so Schmelzsachen. Aber ich habe jetzt hier diese ganz normalen und die schredder ich jetzt auf. Und mache jetzt auch so eine gute Handvoll rein. Schredder das jetzt genauso. Die Karotte. Mochi weiß schon, was du machst. Er will auch was haben. Er will das auch immer essen. Das ist aber auch lecker. Aber ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht trotzdem auch neben diesen Sachen richtiges Kükenfutter besorgt hätte. Und man kann Kükenfutter besorgen. Nancy, das hört sich jetzt an, als ob sie übertreiben würde, aber was hast du noch besorgt, Nana? Wieso? Eine Vogeltränke hat sie noch besorgt. Eine extra Kükentränke. Kükentränke. Ja, Kükentränke. Natürlich Vogeltränke, das reicht ja nicht. Und was hast du noch besorgt? Ein Kükenfutterautomat. Und was hast du noch besorgt? Eine Wärmelampe. Ja. So, komm, ich zeig dir mal die Wärmelampe. Also die war aber eigentlich dafür da, weil wir waren uns ja nicht so sicher, ob die Mama es schafft. Ja. Und wenn die Mama es nicht geschafft hätte... Hätten wir sofort einstellen müssen. Genau, hätten wir sofort quasi, ne, eine Wärmequelle haben müssen. Und ja, ich wollte jetzt nicht warten, schaffst du es oder nicht? Und dann stehen wir da mit nichts, sondern ich wollte schon die Wärmequelle hier haben. Und dann habe ich jetzt das hier besorgt. Das ist so eine Wärmeplatte, die ist so verstellbar, je nachdem, wie groß die Küken werden, nach oben und nach unten. Und die verstecken sich dann da drunter, so wie bei der Mama, weißt du, und das Gefieder. Also ich finde, es sieht gut aus mit der Mama. Sie humpelt natürlich, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass sie überhaupt wieder in die Freiheit soll, weil sie humpelt richtig doll. Sie kommt eigentlich gar nicht so richtig von der Stelle. Aber... Sie kümmert sich auf jeden Fall super gut um ihre Küken und ihr geht es ansonsten, finde ich, eigentlich sehr gut. Deswegen brauchen wir die Wärmelampe aktuell nicht, weil sie wärmt ja ihre Babys. Brauchen wir nicht so ein extra Ding. So, was haben wir jetzt hier drin? Das, jetzt kommt Salat rein. Grünzeug, ne? Das sind ja Enten, die lieben Grünzeug. Und eigentlich hole ich immer was aus meinem Beet. Aber das ist jetzt schon so halb leer gerupft, dass ich jetzt mal ausreißen muss. Aber ich bin gespannt, also wenn das Entenfutter heute kommt, Kükenfutter, das ist so richtiges Granulat, das kommt dann in den Futterautomaten rein, der auch heute ankommen wird. Und dann muss ich das vielleicht nicht mehr so
extrem nahrhaft machen, sondern mache eher nur so eine Früchteplatte oder so. Mal gucken, wie ich das mache. Aber aktuell macht mir das auch sehr viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also ich liebe es, mich zu kümmern. Egal ob um meinen Mann, um meine Kinder, um meine Haustiere, um eine kleine Entenfamilie. Ich liebe das einfach, extra für sie auch in der Küche zu stehen, extra mir Gedanken zu machen. Das ist ja auch, ne, man muss ja erstmal sich alles anlernen. Man muss ja auch die Muße haben, das zu machen. Und ich kann das auch verstehen, dass viele das nicht möchten, nicht wollen oder einfach auch nicht die Zeit dafür haben und dann lieber die Verantwortung abgeben und sagen, ja, ich kann das nicht oder so. Sollen das doch bitte die Profis machen. Aber ich bin bei sowas Feuer und Flamme und gebe 1000%, dass es den Tieren auch gut geht. Dass es allen gut geht, die hier bei uns sind. So, ein Hühnerei. Kartoffeln hatte ich beim ersten Mal mitgeschreddert. Das war dann so eine eklige Pampe. Das muss nicht sein. Das schäle ich jetzt einfach gleich und dann zerdrücke ich das und dann mache ich das mit rein. Dann wird das nicht so schleimig. Also jetzt bin ich gerade im Moment echt richtig froh, dass ich dieses Ding hier habe, ne? Diese Küchenmaschine, weil sonst wäre das echt aufwendig. Guck dir das an. Also ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn Justus sie nicht mitgenommen hätte. Sie hätten ja den Tag, spätestens die Nacht, nicht überlebt. Total krass, wenn ich mir das so vorstelle. Ich bin meinem Mann da sehr dankbar. Wie gesagt, ne? Obwohl er mal sagt, nee, bloß keine Haustiere, aber er ist so großherzig. Dann ist das ihr Hauptessen, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich da immer noch Obst dazu. Je nachdem, was wir da haben. Aber sie essen zum Beispiel auch Banane, sie essen Beeren. Wie gesagt, Blaubeeren. Das ist ganz toll für sie. Jetzt muss ich erstmal die Schale holen gehen. Ich werde jetzt sowieso einmal alles bei denen erneuern. Auch den Stall, sage ich jetzt mal, einmal komplett ausmisten. So ein bisschen sauber machen. Tränke einmal sauber machen. Ich hole dir nochmal Wasser, ja? Mal gucken, wie es denen gerade geht. Oh, was machen sie gerade? Sie baden. Wie geht's euch? Alles aufgefuttert? Gleich gibt's neues Futter. Guck mal, die Schale da mit Futter komplett leer. Sie brauchen Nachschub, Justus. Wir haben kein Essen mehr da. Ja, schon wieder aufgegessen. Ja, mein Brei ist fertig. Ich brauche nur noch die Schale. Und guck mal, das ist der kleine Swimmingpool. Da gehen viele der kleinen Küken noch rein, aber viele gehen auch schon auch mit in den großen Pool. Und da ist die Tränke. Die muss ich auch erneuern. Schnell zu sich, obwohl wir hier stehen. Ja, aber wenn wir jetzt das Tor aufmachen. Okay. Oh Gott, sind die süß. Guck mal, die haben Hunger. Komm, Justus, die haben Hunger. Nee. Erstmal alles aufmachen. Ich wollte es. Nancy hat das hier nochmal extra verriegelt. Also, ja, du hast das nicht gut gemacht. Ja, also es war alles dicht. Nein, Justus hatte Nancy so hat dann jetzt hier ein und dann da hinten 10 cm Abstand Drähte gezogen. Ja, mit Clara und Elisa gestern Abend noch zusammen haben wir hier alles nochmal richtig dicht damit gemacht. Damit hier auch keine Mäuse reinkommen oder hier darf oder nichts Käfer reinkommen. Oder sowas. Ja, hier also da würde ich mir aber, da hätte ich ganz schlechtes Gewissen, an denen was passiert bei uns. Guck mal, sie hebt auch immer das Bein noch so hoch, ne? Ja, das ist ihr verletztes Bein. Versucht ja nur auf dem linken Bein zu stehen. Und das hat auch so eine ganz komische Beule. Eine Beule? Ja, Justus verarztet sie ja täglich. Mit Medizin kriegst du sie dann, guckt immer, wie es geht's dem Bein. Aber es ist halt nicht gebrochen, ne? Also ich verstehe das halt nicht. Ich hoffe nur, dass es nochmal wieder gut wird. Dass er auch bald mal wieder richtig laufen kann. Ja, Waldi, alles gut. Gehst du rein? Alles gut. Ich will nur den hier haben, ja? Die Tränke will ich auch neu machen. Kannst du auch mitbringen. Ich wurde leer getrunken. Leer getrunken? Oh, krass! Ja. Nicht hier ausschütten. Ich will nicht, dass es hier so nass drin ist. Ja, wo ist du? Danke, mein Schatz. Und der Badeteich vielleicht einmal säubern. Soll ich das machen? Ja, ich brauche nur frisches Wasser. Okay, dann mache ich das hier erstmal sauber. Aber auch krass, dass sie das so angenommen haben, die Tränke. Das finde ich auch gut. Da habe ich mir auch Sorgen gemacht. Ich mache mir über alles immer Sorgen, aber gut funktioniert. Das Brunnenwasser? Ja. Aber das ist so mega kalt. Das sind Tiere. Ja gut, dann mache ich das gleich hier draußen. Aber das Essen muss ich ja drinnen machen. So. Alle helfen mit. Ein richtiges Familienprojekt. Ja, manche will auch mithelfen. So sieht das dann immer aus. So eine Platte mache ich den fertig. Und dann, weil das Auge ja mit ist, ich bin auch so ein bisschen, ne, mache ich noch so klein gehacktes Obst drüber. Ich habe jetzt
Erdbeeren, Trauben und Blaubeeren. Und das lieben sie. Guck mal, wie hübsch das auch gleich aussieht. Das bringe ich den jetzt auch schon so direkt rein. So, die Tränke. Hat Justus schon aufgefüllt. Guck mal, er ist auch als ganz fürsorglicher Entenpapa. Das mache ich noch neu. Da hat er mir auch schon sogar das Wasser hier hingestellt. Ich habe gesagt, du bist ein fürsorglicher Entenpapa. So, ja. Justus hätte auch nicht gedacht, dass sie die Tränke so toll annehmen. Ne? Die nee, ja, also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich meine, die haben ja jetzt da irgendwelche kleinen Teiche. Nee, aber man soll das ja schon trennen. Das Badewasser und das Trinkwasser, das sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Musst du erst sauber machen, oder was? Ja, ich würde erstmal das Wasser machen, ja. Genau. Okay. Aber sie haben doch schon Hunger. Ja, ja, aber wenn du das gleich machst, während sie fressen, dann werden sie noch aufgeregter. Sie mag mich nicht. Sie mag dich schon, aber sie mag nicht, dass du das Wasser jetzt... Sie weiß nicht, was das soll. Komm, gib mal ein Stück. Aber sie vertraute zumindest ein bisschen, sonst würde sie schneller weglaufen. Ja, hey, mein Wasser. Kannst du hier direkt an den Bambus reingießen, das ist ja hier bergab. Ja, aber lieber in die Ecke da hinten, damit es bei denen nicht so nass wird. Das heißt, in meine Ecke hier, ja? Okay. Oder da. Ja, dann mach's doch da, bitte. Okay. Das wird 2 bis 3 Mal am Tag gewechselt, aber ich weiß nicht, wo kriegen die ganzen Viecher eigentlich diesen Sand her? Ja, ist ganz schön sandig, ne? Ja. Da ist aber ein Sand. Ach doch, stimmt. Neuer Pool, Mama. Cool für deine Babys. Ich wollte ja hier den Stall ein bisschen sauber machen. Du siehst hier so ein paar Hinterlassenschaften. Die wollte ich ja mal hier wegmachen. Ich bin schon direkt in den Pool, sag mal. Ich bin noch nicht fertig mit aufräumen. Ach, das Futter ist da? Ja, das ist ja perfektes Timing. Nee, ich will es erstmal sauber machen. Guck mal, die sind schon ins Pool gegangen. Zwischen das Wasser. Ja, das stimmt. Das Wasser müssen wir auch wechseln da oben. Mama Ente, warte mal kurz. Ich bin noch nicht fertig. Warte mal kurz. Bitte nur den oberen, das obere Zeug wegmachen und den Rest. Ich meine, in den nächsten Tagen regnet es noch, dann wäscht das weg. Ja. Ich jetzt am liebsten hier aber Picobello. Ja, ich weiß. Aber das ist ja auch Natur und Dünger und da freut sich der Rasen. Okay? Aber das ist so deren Ecke hier. Das ist schon richtig. Hier ist ganz viel. Guck mal, Daisy. Ich bin mal gespannt. Daisy, Mama Ente. Trinken. Oh, ich hab's hier was geschmeißt. So. Warte mal kurz da. Schon vollgelaufen? Das ist doch wissen schon, was es ist. Mit einer Hand dann wundern. Das sieht man mal, wie gut das denen schmeckt. Alle sind glücklich. Nancy ist glücklich. Ente ist glücklich. Babys sind glücklich. Hier fliegt das Essen durch die Luft. Ich hoffe, dir hat das kleine Update gefallen. Ich bin einfach nur glücklich, muss ich sagen. Ich habe auch eben zu dir gesagt, ich bin gerade so extrem glücklich. Uns geht es allen gut. Gesundheit ist das Wichtigste. Auch dir, hoffe ich, geht es gut. Den Küken geht es gut. Unseren anderen Haustieren geht es gut. Mochi-Update muss ich dir auch nochmal machen. Ist nämlich gerade super fleißig in der Hundeschule. Ich bin ja mit ihm aktuell 2 bis 3 Mal die Woche. Ja, eigentlich so wie immer, ne? Sind wir schon seit Welpenalter. Und ich finde, man sieht einfach die Fortschritte und... Da bin ich auch super mega stolz auf ihn. Alles läuft richtig toll. Drückt uns bitte, bitte weiterhin die Daumen. Wir geben unser Bestes hier.
für die kleine Entenfamilie und hoffen, ja, dass es alle schaffen, die jetzt noch bei uns sind. Was in diesem Paket drin ist, zeige ich dir vielleicht beim nächsten Mal. Da ist nämlich das Kükenfutter und auch der Futterautomat drin, damit sie wirklich immer Zugang haben zu Futter. Das zeige ich dir aber beim nächsten Mal. Heute verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!